Servus und herzlich willkommen zu unserem vorletzten Teil vom Hufeisen Special. Wir sind auf dem Weg zum Hufeisen Nummer 82, das hier hinter einem Baum liegen soll. Und zwar, wir sind zwischen Feld 38 und 39 und kommen gleich an ein Bäumchen. Da liegt ein Eischen. Ja. Muss jetzt mal gerade gucken, welcher Baum der richtige ist. Ich glaube, wir sind schon ein Stückel zu weit gefahren. Ah ja. Na, wir sind doch zu weit gefahren. Da unter diesem Baum liegt das Hufeisen. Das ist jetzt das Hufeisen Nummer 82. Also, wir steigen aus. Holen uns das Ding. So. Eingesackt. Kurzer Blick über die Natur. Und weiter geht's. Denn wir wollen ja jetzt auch zum Ende kommen. Damit ihr auch für euch, wenn ihr möchtet, das anwenden könnt und sagen könnt, okay, ich möchte auch alle 100 Hufeisen haben, ich möchte den Vorteil nutzen. Wobei ich jetzt noch gar nicht weiß, was für einen Vorteil wir davon haben. Aber ich hoffe, das wird sich dann rausstellen. Ich habe ja auch normale Spiele am Laufen, wo ich so für mich immer ein paar Sachen ausprobiere, damit ich euch nicht zu viel Blödsinn erzähle. Das spiele ich jetzt seit 70 Stunden, habe also schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und muss dann halt mal schauen, was da sich verändert. So, wir sind jetzt hier beim nächsten Hufeisen an dieser Wassertränke. Unterhalb des Felds 39. Und fahren jetzt zu Nummer 84. Hufeisen 84. Ihr seht, wir kommen dem Ziel immer näher. Das ist jetzt wieder etwas oben in den Bergen drin. Ja, ich hoffe, ich muss da jetzt nicht wieder zu viel suchen. Weil ihr wisst ja, ich querfeldein und dann noch suchen, das ist immer ganz schlimm. So, das ist von der Richtung, glaube ich, schon mal gar nicht so schlecht. Oder bin ich jetzt von der Richtung ganz falsch? Nee, die Richtung ist doch nicht so schlecht. Ich sehe es auch schon. Glaube ich, dachte ich, meinte ich. Da ist es, genau. Da ist das Hufeisen Nummer 84. So. Die Nummer 85 holen wir uns jetzt auch gleich zu Fuß, weil das ist gar nicht so weit weg davon. Nicht allzu weit. So. Und zwar liegt das da oben, müsste es sein, auf einem einsamen Felsen durchdecken. Direkt auf einem einsamen Felsen. Bietet aber einen malerischen Ausblick. So. Wo ist es? Wo ist mein Hufeisen? Wo ist es? Hufeisen. Da sind wir richtig. Da sind wir noch nicht ganz richtig. Ah, dann sind wir noch ein Stückchen. Müssen wir noch ein Stückchen weiter? Na? Ah. Also ich springe jetzt mal hier hoch. Und da sollte doch hier ein Hufeisen sein. Ah ja. Man sollte die Brille putzen. Es ist direkt vor uns. Hier. Also, Hufeisen einkassieren. Jetzt fahren wir aber mit dem Traktor weiter, denn wir müssen wieder zu unserem Bauernhof. Also anscheinend hatte ich da wohl in dem Zusammensortieren irgendwas nicht ganz richtig gemacht. Denn wir fahren jetzt doch wieder an den Bauernhof. Das hätte ich eigentlich ja vorhin schon wieder reinschalten können. Aber egal. 85 Hufeisen haben wir jetzt. Und wir haben auch den schnellen Träger. Ja, aufgrund des Spielstands seht, ich habe da ein klein bisschen getrickst, damit ich da euch das zeigen kann. Hab da wahllos mal Zahlen eingegeben, war eigentlich ja viel zu viel, aber ist ja jetzt für dieses Video uninteressant. In meinem Let's Play spiele ich ohne diese Verbesserungen, sage ich mal. Ah, nee, wir müssen ja gar nicht zum Bauernhof, sehe ich gerade. Haha, das ist ja hier unten. Wir steigen hier mal aus. Wir sind hier an der Mühle und laufen mal diesen kleinen Gang entlang. Und sollten da an der Wand, seht ihr, das Hufeisen Nummer 86 finden. Haben wir auch tatsächlich gefunden da. So, jetzt schauen wir mal weiter. Und zwar ist an den Bahngleisen direkt das Hufeisen Nummer 87.
Muss jetzt nur gucken, von welcher Seite aus wir gucken müssen. Da müssen wir gucken, denn da ist das nächste. Also hier hinter der Mühle, unter der Brücke, an den Bahngleisen am zweiten Pfosten ist das Hufeisen Nummer 87. So, jetzt hoffen wir mal, dass kein Zug kommt. Denn wir gehen jetzt mal hier durch. Ah ne, da müssen wir ganz weit hinter. Nein, da nehmen wir einen Traktor für. Ich dachte, das ist direkt auf der anderen Seite von diesem Brückelchen. Aber wir müssen auf die andere Seite des Tunnels. Wäre ja mal interessant rauszufinden, ob man da durch den Tunnel durchfahren kann. Will ich aber jetzt nicht machen, weil wir wollen hier Hufeisen finden und nicht da Experimente machen. Das können wir im Let's Play ja mal probieren. Wir müssen nur auf die andere Seite und da gucken, wo. Ah ne, Moment, jetzt bin ich ja ganz falsch. Doch nicht auf die andere Seite. Aha. Ich habe jetzt gedacht, aber das sollte ich wohl doch lieber den Pferden überlassen. Ne, wir müssen an die untere Ecke vom Feld 28. Das heißt, das ist ja doch noch vor dem Tunnel. Ja, ich hätte heute Morgen vielleicht doch mein Cornflakes essen sollen. Dann wäre das Gehirn schon wach. Ja, ist hier vor der Tunneleinfahrt. Vor der Tunneleinfahrt. Da unten liegt's. Ja, seht's mir nach, wenn ich das nicht immer gleich finde oder mich ein bisschen dabbig anstelle. Aber als Belohnung für eure Geduld habt ihr dann auch alle 100 Hufeisenfundorte sicher. So, jetzt müssen wir einmal ein bisschen drehen und in die Richtung der Rinderfarm fahren. In die Richtung der Rinderfarm, genau. Und da müssen wir schon wieder hoch ins Gemüse. Ja, das ist jetzt hier natürlich ein bisschen doof. Ich kürze das in dem Punkt ab. Ich versuche jetzt einfach hier mal hochzulaufen. Denn wenn ich da jetzt erst ganz außen rum fahre, gewinnen wir eigentlich gar nichts davon. Oder damit. So, jetzt sind wir hier oben. Und hier die Richtung ist schon mal gar nicht schlecht. Ich muss jetzt nur mal gerade schauen. Und zwar sollte da oben. Ist der das sogar? Ne, ich glaube, das ist der nicht. Was sagen die Koordinaten? Die Koordinaten sagen, oh mein Gott, du Depp, wo bist du denn unterwegs? Also, wir müssen dahinter. Dann ist es der vielleicht doch dieser Baumstumpf. Und zwar an so einem abgebrochenen Baumstumpf ist ein Strauch in der Nähe. Und da liegt ein Hufeisen. Aber das könnte das hier eigentlich noch nicht sein. Das sieht nicht nach dem Bild aus, was ich habe. Nee. Es ist nicht das Bild, was ich habe. Jetzt muss ich doch nochmal nach den Koordinaten gucken. In welche Richtung wir gehen müssen. So. Ah ja. Wir müssen anscheinend hier auf die Rückseite. L46 halt. Jetzt bin ich ganz falsch hier. Ich bin jetzt gerade selbst ein bisschen orientierungslos. Einmal hier hoch. So. Ich muss eigentlich doch hier schon fast richtig sein. Also einmal hier rum. Einmal wieder da rum. Da bin ich doch da. Ach, hier bin ich jetzt. Ja, seht ihr? Doch nicht falsch. Es ist also weiter oben versteckelt. Da ist es Hufeisen Nummer 89. Zum Vergleich, ich war vorher da hinter diesem Berg. Und ganz da unten steht mein Traktor. Da gehe ich jetzt mit der Tab-Taste mal hin. Also, es ist tricky. Es wird langsam wirklich schwierig, da mal schnell zu zeigen, wo man hin muss. So, jetzt gehen wir an mein Lieblingsfeld. Oh, das Feld verehre ich. Es ist das größte Feld im Spiel. Ah ja, Verkaufsstelle für Wolle. Sehr interessant, aber nicht jetzt. Ich hätte eigentlich auch bei der Mühle über die Brücke fahren können. Aber egal, ich fahre jetzt hier rum. Geht auch. Ja, das Feld 40 ist ja ein Wahnsinnsteil. Kostet aber, glaube ich, irgendwas um die 1 Million. Ja. Im normalen Spiel dauert das also sehr, sehr, sehr lange, bis man sich das leisten kann. Kommt drauf an, wie man das Ganze anstellt. Also ich bin jetzt gerade halt an der Kuhweide vorbei. Ich bin ja jetzt gerade dabei, ein Let's Play zu machen. Und zwar ein Let's Play, mit dem man
effektiv arbeitet, mit dem man schnell reich wird. Denn man möchte ja auch nicht dann monatelang damit verbringen, ein oder zwei Felder zu besehen und zu ernten und dann vielleicht mal 500.000 Euro zusammen zu haben, sondern wir wollen das ja in dem Punkt effektiv machen, dass wir den besten Nutzen zwischen den Maschinen und den Feldern haben, dass wir da so einen schönen Mittelweg finden. Und das versuche ich jetzt in dem Let's Play ein bisschen zu erklären. So, jetzt erkläre ich euch aber erst einmal, wenn ich es denn finde, wo das nächste Hufeisen ist. Ah, ich bin jetzt wieder mal ein Stück falsch gefahren. Ja, nicht ganz falsch, aber noch nicht ganz da, wo ich hin möchte. Wir müssen hier zu diesem Holzkistenstapel. So, ich hoffe, ich komme von der Seite ran. Ja, das sieht natürlich jetzt wieder ganz toll aus. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Ich probiere es mal. Doch, ich komme durch. Wunderbar. Denn an diesem Holzkistenstapel liegt ein Hufeisen. Ich will jetzt nur langsam ran. Ihr seht's, ah, da ist es. Das ist das Hufeisen Nummer 90. Schwupp. Aber das Praktische ist, auf dem Rückweg zum Traktor müssen wir am Hufeisen Nummer 91 vorbei. Da sind wir eben dummerweise gerade dran vorbeigelaufen. Weil ich habe das hier jetzt nur in so einer Bilderabfolge und habe da nicht drauf geachtet, aber ist jetzt auch erstmal nicht so das Problem. Wir sind direkt mit dem Hufeisen an einem Strommasten. So, jetzt muss ich gucken, ist das dieser Strommast? Der da hinten ist auf alle Fälle zu weit weg. Ich gucke mal kurz in die Koordinaten, das sollte eigentlich passen. Und zwar da, wo das Gerät seinen Schatten wirft. Na gut, das ist natürlich je nach Uhrzeit, das passt jetzt nicht unbedingt. So. Hier sollte ein Hufeisen sein. Hier ist keins. Drüben ist nochmal so ein Hinweisschild. Man muss hier immer nach den kleinsten Details gucken, um zu schauen, wo findet man das. Da ist es. Ja, wir haben es. Da ist das Hufeisen. Hufeisen Nummer 91. So, das 92er ist wieder mal an der Kuhfarm. Da fahren wir jetzt mal schnell hin. Ist auch soweit erstmal kein Problem. Von der Zeit liegen wir gut. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Richtung unserer Kühe fahren. Und müssen da, wenn ich das hier so auf dem Bildschirm mal richtig sehe, glaube ich, in eines dieser Silos rein. Sieht sogar aus, als ob es die Mistgrube ist. Ist natürlich, wenn das wirklich die Mistgrube ist, ganz böse. Weil wenn nämlich dann da Mist drin ist, dann findet man das nie wieder. Oh, ja. Bodyjumping ist schick. So. Jetzt gucken wir nochmal die Mistgrube rein. Ob wir da tatsächlich in diese Ecke müssen. Nein. Okay, dann habe ich mich da jetzt getäuscht. Ah nee, das ist im... Oh, das ist aber auch genauso tricky. Weil das ist jetzt hier, wo wir das Stroh nochmal einstreuen. Da hinten in der Ecke, wo wir das Stroh einstreuen. Da soll ein Hufeisen liegen. Schaut's euch an. Wenn wir hier Stroh eingestreut haben, ihr findet das Hufeisen nie, nie, nie wieder. Da werdet ihr narrisch. Drum, merkt euch diesen Platz. Schaut euch die Videos an. Ich zeige euch alle Verstecke hier, wo die Sachen untergebracht sind. So, das Hufeisen Nummer 93, das nehmen wir noch mit. Da müssen wir oberhalb, oh ja, heute schwer, sprechen schwer, ja. Oberhalb vom Feld 36. Aber wir haben es ja bald geschafft. Das ist jetzt das 93. Hufeisen. Das heißt, wir sind dann bald durch. Weil mehr als 100 kann ich euch nicht zeigen. Denn es gibt nicht mehr. Aber dann habt ihr alle. Dann haben wir drei Erfolge zusätzlich freigeschaltet. Und müssen dann mal gucken, was diese Erfolge bringen. So, hier sind wir. Und zwischen diesen, wenn ihr Traktor mal vorbeikommt, zwischen diesem Holzstadel und dem Häuschen. Da unten liegt ganz verträumt ein Hufeisen rum. Nehmen wir und laufen direkt durch. So. Hufeisen 94. Das ist jetzt interessant. Das Gebäude kenne ich selbst noch überhaupt nicht. Müssen wir, glaube ich, da hoch. Mal gucken, was da überhaupt ist. Da oben war ich noch nie gewesen. Ich spiele das jetzt seit über 70 Stunden, das Spiel. Also 70 Online-Stunden.
Nee, hier oben war ich noch gar nicht. So. Ach, doch, 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 doch. Das ist der Golfplatz. Das ist der Golfplatz. Gut. Da müssen wir mal auf die Terrasse. Auf der Terrasse des Golfplatzes liegt nämlich noch ein Hufeisen versteckelt. Aber damit es ja nicht so leicht wird, ganz hinten in der Ecke, da unten. So, da ist es. Seht ihr? Schwupp. Damit haben wir das Hufeisen 94. So, jetzt müssen wir noch ein Stückel fahren. Ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr in der Folge, leider. Aber 95 bis 100 werde ich euch auf alle Fälle in der nächsten und dann letzten Folge präsentieren. Sofern ich dann auch finde, wo ich dahin muss. Das werde ich dann gleich nochmal rausfinden und mich dort schon mal hinbegeben. Ich danke euch schon mal sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Freue mich über Kommentare. Freue mich über Daumen. Freue mich über Abos. Ich mache es gern für euch. Ich muss es ja auch mal rausfinden. Also ich lerne da selbst auch noch was dabei. Ist also nicht so, dass ich das hier irgendwie einfach nur langweilig gegen den Zaun setze. Nein, gegen... Ja, dass ich das nicht einfach... Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Habe ich jetzt schon ganz vergessen? Nein, habe ich nicht vergessen. Dass ich das hier runterspiele einfach nur für euch, sondern für mich ist das auch neu. Und natürlich eine doppelte Herausforderung. Ah ja, weil ich gerade feststelle, dass das nächste...